In der letzten Episode. Dein Auge zittert, Junge. Ist irgendwie hast gerade was mit dem Auge. Bisschen zittrig heute. Wenn wer selber schon mal Zeitung zerrupft hat, der weiß. Da bist du echt beschäftigt. Wenn wir schmeißen das in den alten Kleidercontainer und ich meine alleine nur runterzugehen zum alten Kleidercontainer. Zum alten Kleidercontainer. Genau, ich schmeiß mein ganzes Papier alles in den alten Kleidercontainer. Das gehört ja auch hin. Wir sollten erst mal lernen, finde ich. Wo doch jetzt hell. Oh, feel like I'm gonna die. I'd eat anything right about now. Ja, natürlich. So ein Mist. My stomach. Ja. It hurts. All I can think about is food. Idiot. Und so geht's weiter, hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 23. Ja, für mich ist jetzt gerade ein Cut, deswegen müssen wir das gerade nochmal neu machen. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine neue Nachricht haben. Das heißt, dass wir eine andere Nachricht haben. Anscheinend ist beim Sturm letzte Nacht ein kleiner Baum umgekippt. Er lehnte seitlich an der Werkstatt, als ich heute Morgen kam. Was habe ich da oben herumlaufen sehen? Ein Wolf. Fast hätte ich meinen Kaffee wieder ausgespuckt. Ich habe ihn in Frieden gelassen und als ich später wieder rauskam, war er weg. Bill Farney war mit einigen seiner Leute da, um zu tanken. Und sie haben den Baum für mich klein gehackt. Ich habe sie mit Holz bezahlt. Selbst jetzt hat die Insel ein paar kleine Tricks auf Lager, die ich noch nicht kennen. Die Leute in meiner alten Fabrik auf dem Festland wären durchgedreht, wenn sie das gesehen hätten. Echt? Wieso? Ah ja, da. Ja, ist ein. Achso, echt, funktioniert ja richtig gut. Da haben wir noch Wasser, okay. Ja, es ist halt. Es geht zwar in Richtung Bett, aber es ist noch nicht Bett. Ja. Das heißt, wir schlagen uns ein bisschen die Zeit tot. So einfach ist das. So, der Karton kommt auch mal weg hier. Ah, jetzt haben wir auch Licht hier drin. Flieger die Flak. Das ist ja schön. Hertha, kannst eigentlich das machen, was du in den letzten Folgen auch gemacht hast, nämlich Pen. Den Reifen. Die Fässer kannst du, glaube ich, auch. Ja, genau. Stunde gibt es zwei Altmetall. Ich höre nichts. Du hast echt Durst. Haben wir irgendein Problem? Nur das Risiko eines Darmparasitenbefalls. Ja, eigentlich können wir noch ins Bett gehen jetzt. Das Part, da hast du ja vollkommen recht. Was essen wir denn heute? Ja, wir müssen wahrscheinlich wieder was essen, was wir auf Tasche haben. Also auf Tasche heißt im Rucksack. So viel Zeug haben wir auf. Da muss ich mich nicht wundern, warum der Junge so rumdran tütet. Das sind dann 600 Kalorien, die wir brauchen, oder? Ja, das kommt ungefähr hin. Das sind natürlich 250, das ist ja klar. Das sind 500, das sind 236, das hilft uns nichts. 300, das ist alles blöd. Okay, dann essen wir einen Schokoriegel, den angeknabberten Energy-Riegel und halt noch so einen Naturriegel. Fresh from Nature. Das ist immer ein ausgewogenes Mal. Hm? Ja, trink erstmal die kleinere. Dann trinkst du die leer. Da muss man ein bisschen hier Bottle Management machen. So, jetzt können wir die anfangen. Die trinken wir dann am Morgen noch leer. Ja, ich muss sagen, ich finde das sehr spannend mit den Flaschen. Auf jeden Fall besser als einfach nur wild so drauf loszutrinken. Okay, Darmparasitenrisiko ist geheilt. Die Hertha leuchtet noch mehr. Okay. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? Warte mal, du trinkst erst mal, genau. Davon und ja, dann trinkst du noch ein bisschen Kaffee aus der braunen Flasche. Oh ja, das war lecker. So hungry in my life. Das ist 1,75 Liter. Okay, das reicht nicht. Dann machst du das so. Das reicht dann aber auch nur für eins. Weißt du was, dann lassen wir das jetzt einfach. Wir legen die jetzt raus. Ja, du musst nicht so tun, als wäre da was drin, Junge. Das glaubt ja keiner. Nur, dass du Bescheid weißt. Habe ich eigentlich diese Wasserflaschen aufgeschrieben? Ich glaube nämlich nicht. Muss ich mal gucken. So, dann machen wir gerade noch die Dosen schnell hier. Mal den Topf, damit das auch ordentlich ist, wenn wir da schon dabei sind. Halt, Z bitte, dass das unten bleibt. Sonst stapeln wir hier Dosen. Das kann man zwar auch machen. Falsche Taste. Junge. So.
Altholz, Zedernholz, Stock, Stock. Und da oben ist das in die Richtung. Okay. Dann schmeißt ihr mal 5 rein. Haben wir schon was fertig? Ach, wir haben die beide schon fertig gelernt. Okay, dann bleiben die gerade hier. Das ist natürlich praktisch, weil dann haben wir weniger zu tragen. Einen gibt es uns mit. Das bleibt an uns, das bleibt an uns. Das ist reichlich Wasser. Also zumindest eine Flasche kann man noch mal rauslegen. Ich meine, wenn wir hier die Inventur gemacht haben, ist das dann auch egal. Das bleibt auch alles an uns, genau. Werkzeug. Warte mal, wir haben... Der ist jetzt auch leer, genau. Hier ist jetzt nur noch... My stomach is eating itself. Das Zeug, ja. Also wir bereiten uns jetzt vor. Warte mal, die Holzkohle kannst du hier lassen. Ja. Bitte doppelt draufklicken. So, so ist das besser. Das sieht auch gut aus. Peilschaft, Schnurbeil, Brecheisen. Den nehmen wir zurück mit ins Anglerlager, weil hier brauchen wir den nicht. Das ist halt die Sache. Wir werden hier nicht angeln. Das werden wir im Anglerlager machen. Man würde es halt eher herbringen. Wobei wir hier ja auch 3 Fläschchen Öl haben. Okay. Genau, die Kisten haben wir schon zerlegt. Ja, da gibt es noch mehr zu zerlegen. Das passt schon. Ich muss nur gerade mal schauen. Weil ich glaube, heute kommt sowieso erst, also aus meiner Sicht heute, die Folge raus, wo wir erst überhaupt in den Küstenort gehen. Und es bringt ja da nichts, wenn ihr mir schreibt, oh ja, da war übrigens was. Ganz tolles Goodie, du hast da einen Expeditionsparker übersehen. Neben der Kasse. Ja, wahrscheinlich. Okay, dann fangen wir einfach mal mit der Inventur an. Wir machen das von Raum nach Raum. Ist der Bär eigentlich fertig? Der ist noch nicht mal fertig. Krass. Ja, wie viele Wölfe sind das? Das sind 4 Wölfe, oder? Das sieht fast so aus. Ja, ich würde sagen, das sind 4 Wölfe. Dann sind das... Was gibt ein Bär? 10 Därme? Also 18 Därme, okay. So, machen wir das ein bisschen nebeneinander. Okay, das ist alles Material. Ja, ganz einfach. Und immer, ich muss halt echt darauf achten, dass das alphabetisch bleibt, also KVL. Dass man sich da wirklich leichter zurechtfindet. Dann haben wir hier einen Schlafsack. Ob ich da die Prozente dazu schreibe, ich weiß es gar nicht. 0,06. 0,17. Ne, das ist die mittlere. Okay, halt. Stell dir mal vor, dann sind das 0,42, 0,59 Liter Öl, okay? Ja, Container, Kanister, Flasche. Ganz einfach. Ja, ein Schlafsack muss ich noch aufschreiben. Den muss hier rein. Ne, muss er nicht. Hä? Moment mal, der Schlafsack ist doch hier drin, oder? Ja, genau. Dann habe ich noch gar keinen. Haben wir noch gar keinen anderen gehabt, echt? Okay, eine rote, eine blaue Kiste und eine Laterne. So. Ein Pfeilschaft, eine Schnur. Warte mal, unter welchen Dingern ist das eigentlich? Es läuft beides unter Werkzeug, alles klar. 11 Federn, 3 Altmetall. So. 2 Schusswaffenputzet, 185% und Wetzstein 55%. Ja, es kommt ja nur auf die, also ich muss das jetzt nicht separat aufschreiben, was jeder Einzelne hat, weil letzten Endes zählt ja die Summe des Zustands sozusagen. Wenn man da halt agiert, dann haben wir 7 Sprühfarben. Ja, lustigerweise haben wir hier die meisten, müssen wir mal gucken, wie es im Anglerlager aussieht. Ein Beil und ein Brecheisen. Aber was hat das Brecheisen? 61. Okay, dann war es das schon hier. Halt, nein, die Medizin. Haben wir hier drüben was drin? Eigentlich ja nicht, nö. 2 Bartflechten, 6 Schmerzmittel, 4 Wassertabletten. Moment. Ja, die Bartflechte fällt nämlich tatsächlich unter Material. Das ist ein bisschen blöd.
Ich habe es ja auch nicht hier drin. Darmfederleder. Ich würde hier tatsächlich eine Ausnahme machen und alles, was Medizin betrifft, hier reinschreiben. Weil sonst ist das, ich persönlich finde das verwirrend, dass die Bartflechte selber unter Material fällt oder ausschließlich unter Material fällt zumindest, wenn es ja eigentlich Medizin ist. Also es ist natürlich noch nicht fertige Medizin, aber naja. Mehr ist ja nicht. Alles klar, das war's schon. Warte mal. Wasser, wie sieht's hier aus? Wir haben 6 mal 0,75 sind 4,5 Liter, 5 Liter. Und dann noch 4 Liter, 9 Liter Wasser. Okay, das schreibt man mal einfach mal so auf. Okay, das sind 6 Flaschen. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir haben hier 6 Flaschen, eine mittlere Flasche oder eine. Ja, warum habe ich die M genannt? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, das ist M. Das sind M. Habe ich das für Metal? Metallwasserflasche ist M. Und das sind die kleinen Flaschen, wie ein kleines F. Okay, Moment. Dann haben wir 5F und 8M. Oje, so viel, echt? Das ist ja der Hammer. Aber das hier, also das mit dem Wasser wird super. Hammer. 6 Dosen, ein Topf. Und es sind natürlich 3 Töpfe. Ist ja klar, 2 sind auf dem Herd. Wir haben unseren dabei, genau. Nur, dass wir da auf jeden Fall nichts falsch machen. Ah ja, genau, jetzt geht das los. Feuerstahl 41%, 24 Holzstreichhölzer, 120 Papierstreichhölzer. Beim Feuerstahl schreibe ich natürlich dazu, was es ist. Wir haben 2 Lupen. Ernsthaft? Ja, weil wir unsere nicht dabei haben. Okay, wir haben eine Lupe. wir haben eine Lupe. 2, das sind dann 9 Magnesiumfackeln, eine Seenotfackel. Gut, dann sind wir hier durch. Da ist nichts drin, da ist auch nichts drin, da ist auch nichts drin. Alles klar. Alter, ich muss mal gucken, haben wir da irgendwas in der Richtung aufgeschrieben mit dem Holz? Und unter Material steht auch nichts. Ja, ich würde das dann auch lassen tatsächlich. Ich würde noch den Brandbeschleuniger, beziehungsweise lass uns den mal mit hier reinpacken. Das macht mehr Sinn. Brandbeschleuniger schreibt man auf jeden Fall auf, aber das Holz, ich weiß nicht, das... Hallo, was machst du? Nein, du machst bitte halt. Halt. Jetzt bitte herkommen. Kannst du bitte lassen, halt. Dann ist halt hier. So. Ich habe zwar eigentlich auf das gezeigt, aber es ist ja auch völlig egal. Ich hoffe, es schmeckt. Ah ja, du hast es gegessen, okay. Das sah lustigerweise anders aus. So, wir haben Cargohose. Wollpullover, dünne Wollpullover, 3, eine Cargohose, okay. Stimmt, ich hatte ja eigentlich gesagt, wenn es 1 ist, schreibt man es nicht auf. Okay. Einfacher Parker, Militärmantel und Skihandschuhe. Was haben wir eigentlich für welche an? Wir haben auch Skihandschuhe an, okay. Okay, Skischuhe. 4 Wollmützen, 2 Wollsocken. So müsste das eigentlich passen, genau. 4 Stoff, 12 Leder. Warte mal, wie sieht es eigentlich mit unserem Stoff aus? Ja, eigentlich brauchen wir den nicht. Dann haben wir ja 8 Stoff und 20 Leder. Das ist ja noch besser. So, dann haben wir noch ein Nähzeug. Mehr ist es nicht. Ja, ich habe jetzt halt überall 1 geschrieben, ist auch egal. Es ist nicht so wichtig. Das lassen wir so, wie es ist. Das ist unser Einkaufsladen. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Was hier alles rumsteht. Das ist nicht schlecht. Echt viel Stuff. Okay, die Schubladen sind alle leer. Das ist alles leer. Es ist übrigens schon Mittag. Wir haben 3 Salzcracker, 4 Spitzenpfirsiche. Der Junge bezeichnet es zwar als Spitzenpfirsich, aber das stimmt ja so nicht. 2 Schweinefleisch, 2 Hundefutter, 1 Tomatensuppe.
So, Erdnussbutter, 4 Ketchup-Chips, 3 Trockenfleisch. Ja, 3 Sardinen, oje, oje. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Limos. Zwei Energieriegel, ein Müsli-Riegel. So, dann bin ich mal der großen Meinung, dass wir durch sind. Tatsächlich, man fasst es nicht. Hat auch nur einen halben Tag gedauert. Gefühlt. So, können wir da noch eine da lassen? Dann haben wir noch ein M mehr. Ja, tatsächlich. Dann machen wir das auch. Dann muss das natürlich auch noch rein. Es läuft dann unter Wasser. Ja, gut. Ja, ich überlege gerade. Kann man das irgendwie kürzer fassen? Es ist ja eh nach dem Querstrich. Wahrscheinlich macht das so Sinn. Das, sonst ufert das ja aus. Der Hertha ist wieder auf dem Home-Trainer. Dann sind wir ja eigentlich fertig, Hertha. Das ist ja mal nicht schlecht. Haben wir tatsächlich die Quonset abgefrühstückt? Dann heißt es weiter. Oh, schönes Wetterchen. Hertha, was sagst du dazu? Hertha? Da, ah, ma. Was ist denn das? Ja, tschüss. Gut, sie hat halt ihren Eigenkopf heute. Ist nicht so ihr Tag, wahrscheinlich. Achso, warte mal, ich habe... steck das mal wieder ein. Mir wurde irgendwas mitgeteilt bezüglich Bären. Ich glaube, dass das nicht 13 ist, sondern 23. War das so? Ich glaube, Rot 2 hat mir das geschrieben. Müsste so sein. Da war nämlich noch was. Fiel mir gerade mal so ein. Ja, es sind so viele Informationen, dass ich das manchmal einfach auch vergesse. Das ist gar nicht böse gemeint oder so, sondern das ist einfach, weil ich es schlicht und einfach vergessen habe. Ich nehme an, das sind Zugkrähen. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt zum Anglerlager. Ach, ich habe den Container noch dabei. Ja, dann nehmen wir den zum Anglerlager mit. Dann ist das halt so. Ah, ist ein Hirsch, okay. Mais. Nicht, dass es ein roter Wolf ist. Weiß man ja nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich auch lieber übers Eis gehen. Ja, komm, lauf weiter. Immer weiter. Das ist der Hammer. So, haben wir tatsächlich schönes Wetter. Ja, irgendwie ist das Wetter hier relativ stabil. Das ist man gar nicht gewohnt. Normalerweise ist hier eigentlich immer sehr windig und dementsprechend das Wetter halt auch sehr launisch, sag ich mal so. Aber gut. Ich beklag mich nicht. Ich freue mich sogar. Ja, ganz in der Ferne sieht man schon das Anglerlager. So halb rechts. Ich sag mal so auf ein Viertel von rechts gezählt. So. Wie ist das hier? Da waren wir schon, alles klar. Gut, dann geht's weiter. Ja, einige werden von euch werden das ja wissen. Ich habe ja dieses. Also die Ärzte sind sich auch nicht sicher, was das so hundertprozentig ist. Viele haben immer gesagt, das sei so eine Art Neurodermitis. Ich denke auch, dass es eine Art Neurodermitis ist, halt nicht hundertprozentig, aber ich sag mal so, das ist so eine Art Lebensmittelallergie, die sich bei mir vorrangig halt auf der Haut abspielt. Das heißt, wenn ich das Falsche esse, dann wird die Haut extrem trocken, fängt tierisch an zu jucken und dann bilden sich so nach ein, zwei Tagen bilden sich dann so Entzündungen in der Haut. Ich nehme an, es ist nicht nur in der Haut, aber das ist halt so, wie sich das bei mir so abspielt. Das ist nicht so eine. Ich weiß, die Mutter von der Ex
hatte eine Laktoseintoleranz. Und zwar ziemlich heftig, also wirklich ganz übel. Wenn die da irgendwas mit Milch gegessen hatte, dann musste sie dann Tabletten nehmen und hatte dann meistens unruhige Nacht. Also zum Beispiel, ich sag mal jetzt sowas wie Fondue, was sie gerne gegessen hat. Herr Junge, ich wollte hier nochmal in die Hütte ran. Nicht zu den Wölfen gehen, gell? Sonst tut's weh. Ah ja, wir waren tatsächlich noch nicht hier. So, hätten wir das erledigt. Ah doch, hier ist sogar ein Haken. Nobody needs this anymore. Ich wollte gerade sagen, sie tatsächlich nichts. Naja. Oh ja, das ist ja geil. Dann vielleicht doch einen Weg über die Straße. Also so ist das bei mir nicht. Im Gedärme spielt sich gar nichts ab. Interessanterweise. Das heißt gar nichts. Es ist nicht im Sinne, dass ich da Beschwerden habe. Das ist, das ist schon mal ganz gut. Aber was ich halt habe, ist halt auf der Haut. Und das ist halt sehr anstrengend. Weil das je nachdem, was ich halt gegessen habe. Also ganz übel sind ja bei mir die Zwiebeln. Dann, habe ich da bestimmt, ich sag mal, mindestens mal eine halbe Woche ziemlich tierischen Juckreiz. Und das ist ziemlich übel. Also so wie, muss ich vorstellen, wie wenn euch mal eine Mücke gestochen hat. Und das halt dann wirklich mal auf so einem Areal, so 10x10 cm oder so. Also wirklich richtig, der Hirsch lebt noch, Gott. Richtig üppig. Habe ich dich hier auch was übersehen? Ein Beil oder so? Warte mal. Dann gucken wir das mal gerade genauer ab. Ach, tatsächlich. Super. Vielen, vielen Dank, Sister. Thank goodness. Haben wir noch ein Beil. Das ist ja nicht schlecht. So fällt einem das alles wieder ein. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ihr mir sowas schreibt. Weil irgendwann hilft es auf jeden Fall. Wenn auch nicht sofort. Ja, da muss ich natürlich tierisch aufpassen, was ich esse. Weil ich bin mir relativ sicher, das ist nicht nur auf der Haut. Also die Entzündungen sind sicherlich auch im Körper drin. Nur auf der Haut sind sie halt sichtbar. Ja, und deswegen nehme ich natürlich fleißig Antihistamin. Also ich versuche es natürlich auf ein Minimum zu reduzieren, dass ich halt... ich mag das eigentlich, ich mag eigentlich nicht so sehr Medizin nehmen. Nicht so sehr, weil ich jetzt irgendwie Gegner von Medizin bin, sondern weil ich mir sage, ich reduziere das lieber. Okay, einer ist beim Zahn, der andere ist auch beim Zahn. Gut. Ist ja schön, dass ihr so zahlreich seid. Wieso kommen da auf einmal so viele, wieso sind hier so viele Wölfe da? Das ist ja der Hammer. Danke für den Wind. Ja gut. Ich hoffe, wir kommen, es wird neblig. Das ist wirklich extrem nah. Ich habe auch keinen Bock, jetzt noch einen Umweg zu laufen. Naja. Und, ich nehme... nein, gib mir mal den Stock. Halt. Da ist doch der Stock. So. Schön, wie der Nebel heranrauscht. Sieht einfach total bescheuert aus. Ja, ich nehme halt, habe halt bisher immer zum Einschlafen Cetirizin genommen, weil das halt müde macht. Nicht ganz so schlimm wie die früheren. Also meine Mutter hat ja... meine Schwester und meine beiden Brüder. Die kämpfen alle mit Heuschnupfen. Ich habe das gar nicht. Heuschnupfen-technisches. Gott sei Dank. Kann ich da nur sagen. Also ich habe Birken. Pollen, da habe ich halt eine Allergie drauf. Aber das ist auch schon alles. Ich kann wirklich durch blühende Gräserlandschaften gehen. Das ist gar kein Problem. Ja. Und, also abends immer Cetirizin oder wenn es halt dann irgendwas im Essen war, was halt nicht rein sollte, wenn man jetzt mal was bestellt hat, und ich schreibe das ja immer dazu, jetzt über Lieferando oder so bestellst, keine Zwiebeln etc. pp. Manchmal machen es halt trotzdem rein, weil die nicht aufpassen. Und dann musst du halt dann mehr Antihistamin nehmen, dass der Juckreiz ein bisschen weniger wird. Auf null geht er eigentlich nie. So. Und was ich halt gemerkt habe, hatte ich letztens wieder. Da hatten wir was gekauft und nicht drauf geachtet, ob da jetzt Zwiebel drin ist oder nicht. Wir haben das gegessen. Ich habe irgendwann gedacht, so, das schmeckt verflucht nach Zwiebeln. Alter Schwede.
Da war der so extrem sensibel. Und siehe da, es war tatsächlich Zwiebel drin. Dann hatte meine Frau am nächsten Tag was gekocht. Da waren dann auch Zwiebeln drin. Da hatte ich eine relativ krasse Phase. Hab da entsprechend viel Cetirizin genommen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich habe tierischen Hunger den ganzen Tag. Ich werde nicht satt. Ich fress und fress. Was auch nicht so gut ist. Natürlich, wie man sich vorstellen kann. Den ganzen Tag isst. Aber das tut einem ja nicht gut. Man nimmt ja dann auch nur zu. Abgesehen davon, dass man sich überfüllt fühlt. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, weißt du was? Nimm mal dieses, es gibt ja noch ein anderes Antihistamin, das nennt sich Loratadin. Nimmst du das jetzt mal zum Schlafen? Statt das Cetirizin. Machst du jetzt einfach mal den Test. Wie verhält sich das, wenn du Loras nimmst statt Cetirizin? Und siehe da, mein Hungergefühl ist wieder komplett normal. Also wenn ich brauche nicht mehr so dringend so super viel zu essen. Und ich bin relativ schnell satt. Mhm. Super. Jetzt weiß ich, wo mein Übergewicht herkommt. Ja, das ist schon nicht so geil. Und mal, ich habe viel mehr Energie am Tag. Ich bin nicht so ausgematscht. Das ist echt krass, was so. So ich meine, die Tabletten sind wirklich winzig. Was sie da mit einem machen können. Da drüben ist noch eine Feder. Komm, hallo. Naja, drüben ist auch noch Wölfe, natürlich. Kaum ist mal ein paar Tage im Küstenort. Ja, also ich habe das jetzt, ich glaube seit Montag habe ich da jetzt komplett auf Loras umgestellt und ich muss sagen, alter Schwede. Ich fühle mich wie als wäre ich durch so einen Jungbrunnen gegangen. Das ist schon krass. Das ist übrigens auch krass. Heieiei. Das Ding ist voll, echt. Das Ding ist voll, echt. Also fast, aber da geht jetzt ein paar Stöcke. Ein paar zumindest. 10, genau. 10 Stöcke, den einen behalten oder so. Das nächste Mal, wenn ich hierher komme, werde ich denken, wieso ist da ein Stock drin? Wahrscheinlich. Okay. Ja, das sind die großen Kanister. Das sind die, genau, das sind die Kanister, die zeige ich als C. Das sind die Flaschen und das sind die, die Kanister mit K, genau. Immer noch Fackeln, Wasser, okay. Mehr Fackeln. Hier ist das ganze Zeug drin, okay. Da haben wir ja gar nichts. Wir könnten eigentlich direkt mit der Inventur anfangen, meiner Meinung nach. Was ist das hier eigentlich? Haben wir das abgelegt, bevor wir aufgebrochen sind? Jetzt müssen wir mal gucken. Sind das noch... dicht daneben ist ja der... Ja, tatsächlich. Das sind tatsächlich noch Lernbücher. Okay. Na, dann machen wir hier gerade weiter. Okay, wie schon gesagt, Holzschn... Ja. Oh, wie viele Lernbücher sind das? Ja, kannst du bitte scrollen, wenn ich da drüber bin? 2, okay? Ja, okay. Es sind nur 2, alles klar. Wir haben einen Brandbeschleuniger. Okay, die Kohlen schreibe ich auf. Die Kohlen sind tatsächlich wichtig. Brandbeschleuniger und Kohlen. Das muss alles nicht rein, okay. Das muss eigentlich auch nicht rein. Das muss eigentlich auch nicht rein. Wassertechnisch haben wir hier ein... Okay. Hm. Also wir haben 2 Liter und eine kleine Flasche. Ach Gott, hier geht es ja noch weiter. Nochmal 15 Kohlen, okay. Ja, also Brennmaterial haben wir tatsächlich genug hier. Allein schon die Kohlen, das reicht mal Tage. Buchaltholz, Stock, okay. Jetzt geht die Zählerei los. Oh je, ich hole mir mal mein Handy. Ich bin zwar fitter, aber das heißt nicht, dass ich jetzt schon so fit bin, dass ich das alles im Kopf rechnen kann. 3, 5, 6. Plus 3, 4, 9. Plus 2, 4, 4. Ja, okay. Warte mal, stell die mal hoch. Wir müssen die nachher mal richtig wieder hinstellen, aber ich will sie erstmal zählen. Plus 0,09. Plus 0,23. Tja, Junge, das Leben ist schwer. Und nochmal plus 0,06. Okay. Die sind beide leer, oder? 1,52, okay. Plus 1,52. Uff, das sind 11,39 Liter Öl. Genau, das zeige ich mir jetzt auf der Karte ein.
Ah ne, Quatsch, das läuft ja unter Material, bin ich bescheuert. Okay, alles klar. So, wie schon gesagt, das war's. Fackeln schreibe ich jetzt nicht, aber die eine könnte ich aufschreiben. Nee, das lohnt sich nicht, okay. Genau, wir haben hier Bärenfleisch, Wolfsfleisch und Fische. Das reicht einfach so. Das ist erstmal egal, wie viel das ist. Stockzeitungspapier. Ja, aber komm runter damit, ja. Ach du Schande, so viel Wasser. Ja, trink erstmal weiter. Warum ich nicht? Oh, das ist alles so super leckeres Futter. ...11,30 Liter Öl, das kann ja nicht wahr sein. Das ist schon üppig. Ja, Körperchemie ist, die ist tatsächlich extrem fragil, wenn man sich das überlegt. Also ich meine, ich sag jetzt mal zum Beispiel jetzt auch die Drogenabhängigen, die da jetzt irgendwie auf Kokain oder Heroin oder was auch immer sind. Marihuana ist ja auch eine eher leichte Droge, aber es macht ja trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise abhängig. Es ändert die Körperchemie ja wirklich nur in einer gewissen Nuance, wirklich in einem wahrscheinlich 100% oder so. Und trotzdem macht sich das komplett bemerkbar. Also extrem viel Spielraum hat der Körper wohl nicht. Wie man das denkt. Ja, ich hoffe, dass der Bär nicht schon wieder unterwegs ist. Weil ich gar nicht weiß, wie viele Tage haben wir jetzt? 36. Na gut, das ist auch erst 2 Wochen her. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der da schon wieder unterwegs ist. Okay, der Haken kommt mit hier rein. Sonst haben wir, glaube ich, nichts. Was ist da drin? Dose und Altmetall. Da haben wir aber, glaube ich, nichts dabei. Wenn dann mal hier hin. Dose haben wir ja nicht und Altmetall haben wir auch nicht. Ist auch kein Altmetall. Okay, wir haben Haken, 3 Schnüre und eine Pfeilspitze. Und wir machen das vielleicht trotzdem in der Hocke. ...37 Federn, alles klar. 4 Dosen, 10 Altmetall. Wer tippen kann, ist klar im Vorteil oder so ähnlich. Das ist ja der Hammer. Ja, der Rest spielt sich alles da in der Hütte ab. Dann werden wir vor der Hütte mal einen Container platzieren, wo wir jetzt das ganze Zeug für die Waffenschmiederei einpacken. Du bist hier auf diese Spitze. Weil wenn wir schon einen dabei haben, dann sollte man den ja auch nutzen. Wie mache ich das? Was ist das? Das ist nicht Wurzelvernichter. Oh je, oh je. Das Spiel schmeißt gerade wieder tonnenweise Schwefelpulver, ist das. Fehlermeldung raus, ja. Guck mal, die Hertha ist wieder da. was haben wir dann? 12 Revolver, 6 Gewehrhülsen. So, was haben wir noch? Ich denke, das müsste eigentlich gewesen sein. Ja, sieht so aus. Tja, schön, dass du wieder da bist, Hertha. Was machst denn du eigentlich? Mein Fuchs. Achtung, das ist mein Fuchs. Hertha, was ist das hier wieder? Fängst du wieder an dem Zeug rumzuknabbern? Okay, ja, dann müssen wir das auch mal platzieren, weil das macht sich nicht von alleine. Auch hier haben wir ein schönes, leckeres Weißbrot, in Anführungsstrichen. Wodka, Junge, hast du da eigentlich Bock drauf, mit dem mal so eine Buddel hier zu exen? Da ist noch eine Wodkaflasche. Was haben wir hier sonst noch? Bier, okay. Klassisches Öl halt, das hat bestimmt auch ein Etikett. So, noch ein Bier. Ist das Plastikflaschen, echt? Ist das in Kanada auch so, wie in Deutschland? Was haben wir hier? Spiritus der verlassenen Geister, okay. In der Flasche, echt? Den gibt es auch in der Flasche. Ja, das ist vielleicht sogar... Nein, du folgst mir nicht, genau. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, der muss so rum, diese Forsaken Shores, genau. Dann haben wir noch einen Energy Drink. Der funktioniert einfach wie ein Energy Drink. Das ist einfach nur noch mehr Energy Drinks. Cozy Cocoa, was haben wir hier?
Ist das, oder? Katzenfutter, Katzenfutter. Da haben wir noch eine Spiritus der verlassenen Geisterflasche, okay. Spaghetti mit Fleischbällchen. Ja, ich räum's ja schon weg. Du kannst gleich wieder pennen. Was ist das hier? Spam. Da haben wir noch mehr Honigmüsli, okay. Müssen wir hier da hinten noch eine Reihe anfangen. Noch mehr Ketchup-Chips, okay. Nochmal Spaghetti mit Fleischbällchen. Das haben wir hier. Gute Nacht. Das ist Reis, oder? Jetzt habe ich es gar nicht geguckt. Ja, das ist nochmal Reis, okay. Und noch ein Flachmann. Ist klar. Hätte man das auch. Also 3 Ketchup-Chips. Das ist mal überschaubar. Schläfst du jetzt? Gut. Ach du Schande. Okay, das muss man natürlich erstmal rausnehmen. 6 Revolver und 2 Gewehrhülsen haben wir mehr. Muss ich natürlich nachher noch rauslegen. So, wie machen wir das am geschicktesten? Oje, oje. Das ist ja auch leicht wie Kraut und Rüben. Warte mal. Die Wölfe liegen ja alle hier. Das sieht auch aus, wie, als wären das nur 3 tatsächlich. Okay, lass uns mal die Därme zählen. Ich denke, es sind 16, aber wir werden das dann sehen. So. Es ist unser Material. Genau, 16 Därme. Alles klar. Wir haben wieder 3 Wölfe, einen Bär und 16 Därme. Dann müssen wir noch die Schösslinge zählen. Ein Ahorn und wie viele Birken? Ich würde sagen etwa 25. 12, uff. 12. 12 Ahorn-Schössling hier. Das ist natürlich schon üppig. Ja, dann war es das eigentlich schon auf dem Boden. Die Skijacke. Ja, jetzt haben wir sie halt hier. Okay. Skijacke, Cargohose und eine Wollmütze. Heute habe ich etwas fette Finger anscheinend. Rennfahrerhandschuhe, ernsthaft? Ich würde eher sagen, wir haben hier ein Ledermeer. Ja, also das schreibe ich jetzt wirklich nicht auf. Das ist nicht notwendig. Komm, zerrupf das mal. Da haben wir lieber noch Wolfhäuslinge. Ich trage die jetzt einfach als Handschuh ein, weil das sonst kommt man da ein bisschen durcheinander. Okay, hier ist nichts drin. Was ist hier drin? Alles möglich, okay. Das ist nicht so clever. Dann die Laternen raus. Und die Lampe raus. Oh, da muss ich sofort wieder anfangen mit Schnaufen. Okay, die Laternen kommen natürlich oben hin, ist klar. So, 3 Laternen. Dann haben wir hier eine Lampe. Einfach neben die Schüssel. Und das Werkzeug eins da drunter. So, dann haben wir auch ein blaues, rotes Werkzeug, eine Taschenlampe und 3 Laternen. Ey, jetzt, wir haben schon 10 Laternen gefunden, also einen haben wir ja bei uns. Hier ist das ganze Essen drin. Okay, das ist nicht gut. Weil wenn das kaputt geht, ist das weg. Ja, das Problem ist, wir haben ja nicht wirklich Platz. Weil die ganzen Container halt hier liegen. Hier haben wir einen Holzkohle-Container. Ah, hier ist die Kleidung drin, das ist auch super. Das sind so Streichhölzer, wir könnten die auch stapeln. Theoretisch müssten die eigentlich so bleiben. Ach, weißt du was, der Herr kann sich ja sowieso nicht setzen. Und hier ist die Medizin drin, okay. Da machen wir das kurzerhand so. Wegen der Schuhe, die werden wir zerrupfen. Warte mal, den Schössling, den tun wir dann eher lieber hier hin. War ein bisschen Platz zum Sortieren. Junge, nur dass du Bescheid weißt. Fisch. Ach, verdammt. Okay, dann, ach, verdammt. Muss ich echt wegen einem aufschreiben, anscheinend schon. Na gut. Ich schreibe das jetzt immer gleich auf. Okay, ein Energieregel. Gut, was haben wir noch? Eines. Wir haben noch 2 Hundefutter.
hinein. Tja, das ist halt schon schwer. Wir haben eine Kondensmilch. Wir haben halt auch sehr viel Wasser. Das muss man schon sagen. Also Schreiben ist heute echt eine Anfechtung. Das ist echt schlimm. Okay, wir haben 5 Müsli-Riegel hier tatsächlich. Oh ja. Junge, du musst eigentlich nur den Mund aufmachen. Gerade auf deiner Höhe. So wie du schnaufst, atmest du diese wahrscheinlich sowieso gleich ein. Oh ja, oh, dieser schwere Müsli-Riegel. Gut, 5 Müsli-Riegel. Dann haben wir 3 Limos. 8 Limos. 11 Limos. Okay, dann schreibe ich die erstmal auf, bevor wir da anfangen. Küstenstraße ist anscheinend hier der Himmel für Limos. Echt? Diese eine Dose macht das, dass du da schwätzen musst, echt? Das ist ja der Hammer. Ja, da haben wir sie. Gut, was haben wir noch? 2 Salzkräger und ein Schokoriegel kommt auch noch dazu. Die Salzkräger mache ich mal so, weil sonst sieht man nicht, was dahinter ist. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Halt. Besser. Zwischen hört der Junge auch auf mit Schnaufen. Wir haben was? Ein einziges Schweinefleisch mit Bohnen, echt? Wo ist vorne? Hier ist vorne. Und 3 Tomatensuppen. Halt, ins Journal müssen wir. Und was haben wir noch? 3 Salzcracker. Wir sind immer noch reichlich überladen. Die sind aber relativ groß, Junge. Aber das hatte ich, glaube ich, in der Quonset auch schon gesagt, wenn mich nicht alles täuscht. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, der Spruch. ja. Okay, haben wir das mal aufgeräumt? Das war das Futter. Okay, das ist jetzt leer. Es wird tatsächlich abends, Leute. Das dauert echt lang. Okay, ein Ball, ein Brecheis und 2 Jagdmesser. Dann haben wir, wobei die, warte mal. Die sind hier. Hier tatsächlich falsch. Wo hatten wir das Streichholzgezuchtel? Ja. Jetzt hat er wieder was zu schnaufen. Das ist doch der Hammer. Okay. Ja, warte mal. Wir machen erstmal da hinten weiter. Sonst kommen wir da wieder durcheinander. Revolvermunition. Wie sieht denn das eigentlich bei uns aus jetzt momentan? 41. Das ist mehr als genug. Und was? Ach so, wir haben. Warte mal. Wir haben 2 Beile und noch eine Säge. ach so, ja, das ist gut zu sehen. Das ist eigentlich zu viel. Lass uns mal. Ja, lass uns mal 20 hier. Und 47 Schuss. 37 Schuss. Ja, okay, gut. Das machen wir so. Okay, was haben wir jetzt noch mehr? Ein Beil mehr, eine Bügelsäge mehr. Okay, ich gehe mal davon aus, dass keine weitere Säge ins Spiel kommt. ja. 20 Gewehr und 40 Revolvermunition. Das mache ich natürlich unter Munition. Anscheinend wird gerade der Nebel aufgelöst. Okay, wir haben 4 Schusswaffen-Putzset mit 400% und einen Wetzstein mit 100%. Ja, da ist der Blizzard aus dem Nebel. 5 Sprühfarbe haben wir noch. Was ist los, Hertha? So, besser. okay, das ist leer. Wir haben 2 Arbeitsstiefel. Möchte das Licht an? Das sieht gar nicht so aus, lustigerweise. Okay, was heben wir nicht auf? Die Arbeitshandschuhe mit Sicherheit. Die Jeans mit Sicherheit. Die beiden Dinger heben wir nicht auf. Das heben wir nicht auf. Das und das. Die Windjacke heben wir nicht auf. Das heben wir nicht auf. Wollschal. Die beiden Dinger können wir mal reparieren.
Wir haben den Stoff, gewinnen wir jetzt, genau. Ach, das hätte ich noch im Anglerlager draußen lassen sollen. Ja, wir schnappen uns gleich mal zwei mit. Okay, ja, dann wir sind noch ein bisschen. Opa, der Junge ist ja noch tiptop in Ordnung hier. Für den Tag. Dann zerlegen wir jetzt erstmal, weil dann, ich will die Inventur halt fertig machen. Das ist mir dann auch egal, wenn das jetzt, wenn wir dann am nächsten Tag nur, in Anführungsstrichen nur, in die Werkstatt gehen. In die Mine gehen. Dass das Einzige ist. Die Nacht hat ja auch gerade erst angefangen, aber nicht zu vergessen, wir müssen noch Schuhe zerlegen. Und jeder, der von euch schon mal Schuhe zerlegt hat, weiß, das dauert halt. Das dauert, glaube ich, auch 45 Minuten. Für wie viel Stoff kriegst du raus? Einen? Was zum Teufel? Was sind denn das für Zeiten? Hinterland. Ja, aber ernsthaft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du bist ja echt... Du rupfst den ganzen Tag 5 Kleidungsstück? Ernsthaft? Die haben anscheinend noch nie in der Altkleider-Containersammlung gearbeitet, die Herrschaften. Ja, die sind zwar 66%, aber wir werden die nie anziehen. Wir werden lieber die pflegen, die wir haben. Weiter zerlegen. Komm, der Blizzard ist relativ hartnäckig. Es ist übrigens schon Mitternacht und der Junge hat tierischen Durst. Blizzard hält wieder höflich die Klappe. Die beiden wollten wir reparieren, genau. Haben wir noch irgendwas? Muss doch noch. Nee, muss nicht. Okay, ja, dann versuch das mal. Repariere mal. 75% haben wir da gerade. Also, du hast immer noch Durst. So, halt. Wir waren doch schon im Inventar. Okay, dann muss die nachher auch noch raus. Nachher, also heißt nachher. Flicknippel 2, oh ja, Gott sei Dank, meine Fresse. Deine Nähkünste verbessern sich ganz langsam. Du machst jetzt weniger Fehler und führst Reparaturen etwas schneller durch. Reparaturzeit um 10% verringert, 65% Chance auf erfolgreiche Reparaturen. Er ist jetzt um 15% gestiegen. Das dürfte der größte Schritt sein, den wir haben. Wir sind auf 85%, nee, wir sind auf 10, um 10% gestiegen. Wir waren für 75%, naja gut. Ja, aber das hat auch geklappt. Hervorragend. Du kannst eigentlich jetzt mal die Tug wechseln, wo wir jetzt schon dabei sind. Weil die ist 21,8 Grad auf. Der Hammer. Okay. 7 Stoff, 4 Leder und die 2 Kleidungsstücke wieder rein. Cargohose, 2 dünne Wollpullover, ein paar kann einfacher. Also das haben wir schon, echt? Nee. Moment mal. Das ist nochmal zu. Und das leuchtet übrigens drunter hier. Ja, anscheinend. Nee, es leuchtet nicht. Ist es schon wieder Tag? Nö. Achso, das ist noch zusätzlich. Okay, das heißt, wir haben noch eine Cargohose und 2 Wollpullover. Okay. Schön, dass das so verstreut ist, aber ich lasse es jetzt so. Was haben wir noch? Wir haben nochmal Wollfäustlinge, noch eine Wollmütze und ein Wollschal. Okay, das war die Kleidung. Dann haben wir 8 Leder und 7 Stoff. Das ist ein relativ gutes Verhältnis. Das ist schon krass. Wir haben 32 Leder schon rumliegen in der Welt. 6 Nähzeuge zu 100% und ein Angelzeug zu 100%. Ja, ich schreibe auch nur die auf, die fürs Reparieren notwendig sind, weil fürs Angeln, das ist ja mehr oder weniger egal. Zur Not nimmt man auch nur 100%, aber wir haben jetzt schon 2 Angelzeuge hier, die man verwenden kann. Das ist echt nicht schlecht. Okay, das war die Kiste. Holzkohle schreibe ich jetzt nicht auf. Wir haben 6 Schmerzmittel und 6 Antibiotika. Ein halber Liter Antiseptikum, eine Notfallspritze und 3 Bartflechten. Okay, das müsste es gewesen sein. Ja, ja, Birkenrinde schreibe ich jetzt auch nicht auf. Wir haben, was haben wir? 48. Wir haben 72 Holzstreichhölzer und 20 Papierstreichhölzer. Dann haben wir 6 Magnesiumfackeln und eine Seenotfackel. Das haben wir genau.
Dann haben wir die Kiste. Das haben wir auch aufgeschrieben. Das haben wir aufgeschrieben. Ich glaube, wir sind durch. Tatsächlich. Ach du Schande, Stunde 5 geht die Folge. Ich weiß nicht, wie ich das, da ich das zusammenschneide. Das werdet ihr ja dann sehen. Aber das heißt, der Junge könnte... Muss ins Bett, okay. Ja, wir werden dann schlafen wir jetzt nur 10 Stunden oder so. Also was du halt für was du immer bekommst. Halt, warte mal. Bevor ich jetzt sage, wir sind fertig. Sind wir fertig? Sind wir fertig? Wir müssten noch lernen. Ach, die Lernbücher. Nee, die nehmen wir mit. Wir nehmen die einfach mit. Das ist, wir machen das nicht anders. Ich gucke nur gerade, ob wir irgendwas doppelt oder dreifach haben. Die muss dann noch raus. Das werden wir noch eintragen. Wir gucken, wie weit wir mit Wasser runterkommen. Das muss man am nächsten Tag machen. Kleidung passt. Medizin sieht üppig aus. Passt aber so. Ja, das passt. Okay, alles klar. Dann haben wir zumindest da mal klar Schiff gemacht. Okay. Ja, okay. Gut, dann nein, halt noch nicht schlafen. Erstmal dieses ganz formidable Hundefutter essen. Das wird bestimmt nicht wehtun. Das kann mir ja sehr gut vorstellen, dass das astrein ist. Siehst du? Das stand nämlich nur auf dem Etikett drauf. Okay, was kriegst du denn für die 500? Nein, du sollst pennen, Junge. Dann sind es halt nur 9 Stunden. Okay, und um die Inventur noch fertig zu machen, ich weiß, die Folge ist extrem lang, aber ich will das jetzt noch fertig haben. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge direkt aufbrechen. Also das haben wir schon notiert hier. Das muss ich nicht nochmal machen. Wir haben aber noch eine Dose. Und dann müsste man nochmal runter zur Angler, zur Eisfischerhütte. Gotta eat soon. Ja, Wasser trinken ist auch angesagt. So. Also, noch eine Dose rein. Das kommt dann, ist das glaube ich hier drin, oder? Ja. Es schneit schon wieder. Das sieht wieder nicht gut aus, das Wetter. Es ist aber relativ warm. Okay. Was zum? Ernsthaft? Krass. Okay, Moment. Wir hatten Tag 23. Das ist der vom Bärenbach. Und wir haben jetzt, halt, wir gehen hier nach, 36. Das heißt, der kommt, also weniger als 13 Tage sind es auf jeden Fall, bis die Bären wieder auftauchen können. Muss man dazu sagen, können, nicht müssen. Das ist interessant. Halt, geh mal hier rein. Dann schreibt man das mal rein, weil das sind ja Kenntnisse. Bus, wus. Weil das ist tatsächlich. Dann schreibt man das nämlich tatsächlich rein. Halt. Weil das ist dann klar. Hier haben wir die 13 Tage her. Das müssen wir mal im Auge behalten, weil das ist echt kurz. Alter Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass das so kurz ist, dass es im Prinzip nicht mal 2 Wochen sind. Ja, das müsste eigentlich passen. Ich gucke nochmal in die Tage rein, halt in die Tage. Nee, das ist... Kann das überhaupt Tag 13 gewesen sein? Nö, kann Tag 13 nicht gewesen sein. Ist das dann überhaupt richtig? Nee. Warte mal. Doch, das kann sein. Also wenn ich mir das hier angucke, dass wir hier am Anglerlagerhütte nur hier waren, das kann halt schon sein. Oh, was haben wir am Anfang gemacht? Plattplatz, Wohnwagen, Kaninchenhain, Hütte, da sind wir hier runtergekommen. Bärenbach Campingplatz, genau. Dann sind wir jetzt zum Anglerlager runter, Fischerhütte, sind halt da rumgelaufen. Weiter Anglerlager, Hütte. Anglerlager, Fischerhütte. Anglerlager, Hütte. Dann haben wir die Inselgeschichte gemacht. Hatten wir da schon den Bären oder hatten wir den dann, oder kam der dann hier, als wir zurückkamen? Rundholzsortierung, Wohnwagen, Hütte, Anglerlager.
Und dann war er komplett angeladen. Der kam dann hierher. Genau. Das kann sein, dass wir hier Wölfe und geangelt haben. Und hier dann nochmal Bär und Wölfe und angeangelt haben oder sowas. My Fox. Ist voll long, Jonathan. Gut. Ja, sorry für die sehr, sehr lange Folge. Ich wollte die Inventur jetzt aber schon noch alles zusammenpacken, damit wir da in der nächsten Folge direkt aufbrechen können. Jetzt, wo der Bär hier vorne ist, müssen wir natürlich beim Raustreten ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht direkt in den Bären laufen. Und nein, ich werde mich jetzt nicht direkt wieder um den Bären kümmern. Ich glaube, wir haben genug zu essen hier. Ich möchte eigentlich auch aufbrechen und nicht noch weiter hier bleiben. Auch wenn alles natürlich für einen Bären sprechen würde, dann müsst ihr aber vorher die Kerzenmod mal installieren. vielleicht mache ich das mal. Muss man sich da um den Bären kümmern? Verdammt. Ich will eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Aber gut. Wir werden das sehen, was der Bär macht. Ich installiere die Kerzenmod und in der nächsten Folge sehen wir uns weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.